Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Willkommen zu Captain of Industry in dem Update 2. Update 2 ist gerade erst erschienen, die Version 0.6, und wir gehen einmal ganz kurz in die Patch Notes rein. Für uns interessant sind tatsächlich jetzt eher weniger die ersten Sachen. Es gibt einen Map-Editor, ihr könnt eigene Karten erstellen und sowas. Ich habe mir auch mal eine Community-Karte runtergeladen, damit ihr mal seht, dass das auch wirklich funktioniert. Dann gibt es viele Improvements. Es gibt ein paar neue Features. Ihr seht es, Ore-Sorting, Conveyor-Lifts und so weiter. Allgemeine Improvements, an dem UI wurde ein bisschen gearbeitet, am Balancing und so weiter und so fort. Also, es gibt eine ganze Menge Sachen. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit zu modden. Die Mods kann man sich runterladen. Wenn es in Zukunft gute Mods für dieses Let's Play gibt, dann werde ich die herunterladen. Was es auch gibt, sind in Zukunft Blueprints, und da schreibt gerne mal in die Kommentare. Es würde mich einfach mal persönlich interessieren. Blueprints ja oder nein? Am Anfang des Let's Plays möchte ich allerdings definitiv auf Blueprints verzichten und meine eigene krude, komische Bauweise durchziehen und ja, auf dieser Karte schauen, wie weit wir kommen. Also, wir starten ein neues Spiel. Das User Interface hier ist auch komplett neu. Ihr seht's, ja. Es gibt auch neue Einstellungen für die Schwierigkeiten, Mechaniken und so weiter. Das gucken wir uns alles jetzt mal in Ruhe an. Und ich habe hier eine niedliche Karte runtergeladen. Ihr seht hier, ein neues Spiel, und dann gibt es die Benutzer für definierten Karten. Wie kommt ihr da ran? Ganz easy. Ja, ihr klickt im Prinzip einfach hier drauf. Mache ich jetzt mal nicht. Dann öffnet sich ein Browser. Dort könnt ihr die Karte runterladen und bei dem, also auf der Seite des Browsers steht alles drauf, was ihr braucht, wo ihr es hinpacken müsst und so weiter und so fort. Das Ganze ist eine schöne Karte. Das ist Monument Valley. Ihr seht, das sieht aus wie ein kleines Smileychen. Allerdings ist die Karte echt verdammt schwer. Ihr seht, es ist nicht nur schwierig, sondern in meinen Augen sogar noch schwieriger. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir nur 190.000 Kohle haben. Deswegen möchte ich auf die Karte verzichten. So, dann gibt es die Community Edition, die Karte. Die ist auch schön. Allerdings hat diese Karte das Problem, dass wir, wenn wir uns die Ressourcen anzeigen, mit der Kohle sehr weit weg sind. Das heißt, die ist, ja, es wird als Mittel angezeigt. Das Problem ist, wir haben ultra lange Wege, bis wir da hinten ankommen, und müssen am Anfang schon sehr viel Wert auf extrem viele Fahrzeuge legen, was die Produktion bremst und, ich sag's ganz ehrlich, das Let's Play einbremsen wird. Deswegen werde ich diese Karte tatsächlich auch nicht wählen. Ich denke, den neuen Hafen, das kennt man mittlerweile zur Genüge. Und ja, ich habe relativ lange überlegt, welche Karte wir spielen. Diese Karte habe ich persönlich auch schon mal gespielt. Hier gibt es Eisen und Kohle. Das ist ein ähnliches Problem. Die ist relativ weit weg. Dann gibt es hier Armageddon. Das ist auch spannend. Da ist irgendwas eingeschlagen. Und wir starten hier unten auf 1. Wir hätten hier im Prinzip Eisen, Erz und Kohle hier in diese Richtung unterwegs. Dann gibt es den goldenen Gipfel. Das Ganze ist ein bisschen, ja, das ist schwierig und liegt natürlich daran, dass hier die Kohle hier über so einen kleinen Abhang nur zu erreichen ist. Und dann gibt es noch die Insula Mortis, und das ist, glaube ich, auch klar, ne? Also Eisen ist hier hinten, Kohle ist irgendwo, ja, keine Ahnung, also ganz weit, JWD, ganz weit weg. Und ich persönlich würde tatsächlich gerne mit euch die Armageddon-Karte spielen. Vor allen Dingen auch, weil es hier so richtig viele Inseln gibt und wir uns überlegen müssen, dass wir eventuell, ja, wir müssen sehen, wie es geht, Brücken bauen, um unsere Fahrzeuge darüber zu transportieren, wie wir es auch immer machen. Wir müssen uns hier eventuell durchbuddeln. Wir haben am Anfang, denke ich mal, ja, nicht so viel Platzprobleme hier vorne. Aber wir müssen uns danach schon überlegen, wie kommen wir hier hinten ran, wie buddeln wir uns eventuell hier durch. Ja, das gibt hier Kupfererz, hier vorne ist Kohle. Es gibt eigentlich auch in meinen Augen genug Ressourcen, und die Karte finde ich echt schick. Es gibt hier verschiedene Startlocations, einmal auf 1, auf 2, ihr seht sie hinten. Das wird noch schwieriger, weil wir da kein Eisenerz haben. Aber wir werden hier auf der Startlocation 1 bleiben, damit wir hier auch vernünftig vorankommen. Wir haben Wasser, Rohöl, Kalkstein, das Wichtigste alles. Hier vorne da Kupfererz, und dann werden wir uns von da aus mal weiterbauen. Also, Armageddon. So, dann gibt es die Möglichkeit, die Schwierigkeit mittlerweile einzustellen. Hier habt ihr die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Da ich weiß, dass dieses Spiel extrem schwer werden kann, werden wir tatsächlich auf Captain spielen mit der Standard
der Standardeinstellung und nicht Admiral. Normalerweise spiele ich hier auf sehr schwer. Das hat aber in dem Fall auch wirklich bewusst einen Hintergrund, weil Admiral ist meiner Erfahrung nach, ich spiele das Spiel ja schon relativ lange, auch privat. Das Spiel ist echt hammerschwer und ich würde schon gerne mehr als 3 Folgen spielen. Deswegen würde ich tatsächlich gerne den normalen Captain spielen und mit euch uns so ein bisschen auch eher vielleicht auf das Bauen und das Friemeln konzentrieren. Dann gibt es den nächsten Punkt, das habe ich jetzt übersprungen, einmal auf Weiter. Dann gibt es den Punkt der Mechaniken. Das ist eine geile Sache. Wir gehen mal die Einführung machen wir aus. Ich denke, wir haben auf diesem Kanal alle schon das Ganze oft genug gesehen. Und hier seht ihr, warum ich mich hier vorne bei der Einstellung auf Captain konzentriert habe, weil es hier jetzt noch andere Sachen gibt. Das sind so erste Schritte Sachen. Wenn ihr mit dem Spiel noch nicht klarkommt, dann könnt ihr hier sagen, wir machen eine Einführung an, wir machen unendliche Ressourcen an oder wir machen zum Beispiel, wir aktivieren das Förderbänder keine Energie brauchen. Das Ganze macht das Förderbandhandling noch ein bisschen einfacher. Ja? Das ist auch eine sehr schöne Sache. So, dann gehen wir in Richtung Realismus und das ist jetzt der Punkt. Das ist jetzt der Punkt, wo es wieder schwieriger wird. Und ich würde gerne mit euch diese Option testen. Realismus, Menschen sterben durch Verhungern. Ja. Klar, ist, glaube ich, klar, ne? Also Fahrzeuge können ohne Kraftstoff nicht fahren, ist, glaube ich, auch klar. Schiffe können ohne Kraftstoff nicht fahren. Pumpen stoppen den Betrieb, wenn das Grundwasser erschöpft ist. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, alles klar, das brauchen wir auf jeden Fall, definitiv. Und Realismus 2.0 ist Maschinen und andere Wartungsverbraucher stoppen den Betrieb, wenn defekt. Förderbänder und Lager benötigen Energie für den Betrieb und funktionieren nicht ohne Energie. Ja, auf jeden Fall, Schnellreparatur ist nicht verfügbar. Das machen wir auch an. Damit, denke ich mal, wird gleich so ein bisschen wieder dieser Captain ein bisschen negiert, weil wir halt jetzt definitiv darauf aufpassen müssen. Wir müssen auch 100%, wir müssen definitiv Kraftstoff produzieren, wir müssen definitiv auf unsere Menschen achten, wir müssen definitiv auf die Maschinen achten und so weiter und so fort. Ja, also da haben wir den Captain quasi gleich wieder so ein bisschen erhöht. Erdsortierung. Will ich tatsächlich nicht machen, das lassen wir in dem Fall weg und die Herausforderung lassen wir in dem Fall auch aus. Wir haben kleine Lagerstätten, das weiß ich nicht, das gefällt mir jetzt erstmal, das gefällt mir so nicht. Ansonsten könnt ihr hier unten auch die Schwierigkeit einstellen und wirklich im Detail alles einstellen, aber auch das will ich nicht machen. Das lassen wir so, wie es ist. Und bei dem Anpassen benennen sie ihr Spiel Nerdica. So, der Game Seed, da drücken wir mal so ein bisschen drauf rum. Könnt ihr euch gerne abschreiben und hier, wenn euch das interessiert, und dann dort reinpacken. Beeinflusst die Einstellung, Wettergenerierung und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, rein ins Game. So, und da sind wir auch schon. Willkommen, Captain. Wir haben diese Insel gefunden, nach der wir lange gesucht haben. Sie war nicht auf der Karte. Unser Schiff hat großen Schaden genommen, benötigte grundlegende Reparaturen, um wieder segeln zu können. Moment, segeln? Aber wir sollten hier sicher sein. Abgesehen von unseren mitgebrachten Vorräten fangen wir ganz von vorne an. Wir sollten anfangen, Konstruktionsteile herzustellen, um in der Lage zu sein, Infrastrukturen aufzubauen, Lebensmittel anzubauen und unsere Leute zu ernähren. Einen Weg finden, Kraftstoff herzustellen, damit wir unsere Fahrzeuge betanken können. Die Insel sieht verlassen aus, hat aber eine Menge an natürlichen Ressourcen, die wir nutzen sollten und müssen, damit wir überleben. Es gibt auch einige verlassene Gebäude. Vielleicht können wir daraus ja ein bisschen Schrott bauen. Und Captain, vielleicht fällt Ihnen ja ein, was wir damit machen können. Vielleicht sogar Eisenplatten. Wir sollten vielleicht auch mal in Richtung Forschungslabor gucken, um neue Technologien zu erforschen und, tja, die wir so lange als selbstverständlich angesehen haben. Wir fanden etwas über eine Siedlung in der Nähe heraus, mit der wir handeln können, für den Fall, dass uns etwas ausgeht. Sie können uns Güter liefern, sobald wir einen Handelsdock haben. Die gesamte Besatzung, Captain, zählt auf Sie, nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Viel Glück. So, und wenn wir irgendwas wissen wollen, dann können wir hier nachgucken und, ja, ansonsten, wer das Spiel nicht kennt, ganz kurz, wir haben hier oben unsere Bevölkerung so ein bisschen im Überblick. Alle Gebäude brauchen hier Bevölkerung, damit sie funktionieren. Und hier sehen wir die Gesundheit. Gesundheit ist im Spiel auch wichtig. Habt ihr vielleicht gerade gesehen. Dann seht ihr Einigkeit. Das ist im Prinzip so eine Ressource, ja, also am Ende des Tages, wie glücklich und einig wir uns hier sind. Dann in Stabil, das ist im Prinzip die Auslastung der Fahrzeuge. Wir sehen hier, wir haben hier so kleine LKWs, Kleinlaster, die transportieren die Waren hin und her. Und er zeigt im Prinzip an,
über diese Fahrzeugverwaltung, haben wir genug, bräuchten wir mehr und so weiter und so fort. Ja, die müssen irgendwann natürlich auch Wartung haben. Ihr seht, die haben Kraftstoff, die brauchen Wartung. Wir sind aktuell bei 308%. Das ist einer der Sachen, da müssen wir als allererstes dran arbeiten, dass wir eine entsprechende Fahrzeugwartung hier generieren. Dann sehen wir hier unsere Nahrungsmittelreserven. Wir sehen, wie viele Leute wir haben und wie viele reinpassen, wie viele Arbeiter aktuell verfügbar sind. Unser Segelschiff, und da glaube ich nicht, dass das ein Segelschiff ist. Das ist hier an diesem alten Hafen angedockt. Wir müssen hier eine Mannschaft zuweisen, wir müssen Diesel reinpacken und wir müssen es reparieren. Wir müssen zuerst die Werft reparieren. Ja, die ist leider kaputt, aber da fehlt uns noch die entsprechende Technologie für. So, ansonsten Geschwindigkeitseinstellung. Hier findet ihr die Ressourcen. Wenn wir da draufklickt, dann sehen wir Statistiken. Ist, glaube ich, für so ein Konstruktionsspiel auch klar. Da sehen wir eine ganze Menge Statistiken. Lebensmittel, Gesundheit, wie die Verschmutzung ist, Bevölkerung, bla bla bla. Das müssen wir uns alles dann im Laufe des Games angucken. Einer der Sachen, die ich auch sehr gut finde, übrigens, das ist einer der Gründe, warum ich sehr gerne die Fnai-Mod im Factorio nutze, ist der Knopf. Das ist der Rezepte-Knopf, könnt ihr über F1 erreichen. Und da seht ihr wirklich, wenn wir jetzt sagen, hey, pass auf, wir brauchen jetzt irgendwann mal Diesel für unsere Fahrzeuge. Wie machen wir das mit dem Diesel? Und vor allen Dingen, wie viel Diesel haben wir denn noch? 520. Und wie machen wir das mit dem Diesel? Blub. Und dann sehen wir, tja, wir können Diesel in einer Chemiefabrik. Chemiefabrik, Cracking, die Destillation, einfache Distille. Einfache Distille könnte wahrscheinlich das sein, was wir am meisten brauchen. Da brauchen wir Rohöl und Kohle für und da kommt schon Diesel raus, Abgase und Abwasser. Alles klar. Müssen wir gucken. Alternativ können wir hier später auch Ethanol, Speiseöl in Diesel umwandeln. Wir können auch Brenngas und Sauerstoff in Diesel umwandeln. Rohbenzin und Wasserstoff und Mitteldestillat und Dampf und so weiter und so fort. Ihr seht, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Das werden wir dann in Zukunft alles machen. Und mit Diesel brauchen wir allerdings dann auch Elektrizität. Ja? Und das erzeugt ekelhafte Luftverschmutzung. Deswegen sollten wir den Dieselgenerator nach Möglichkeit nicht neben das Dörfchen stellen. Ich erinnere da oben an die Gesundheit. Okay, so, der nächste wichtige Punkt, den wir uns angucken müssen, das sind die Ebenen. Und auf den Ebenen sehen wir unsere Ressourcen. Ihr seht, das Ganze ist im Quadrat konstruiert, das Spiel. Und jetzt gucken wir mal hier hin. Das ist Sand und... was ist das hier? Erde, ne? Ich glaube, das ist Erde. Die Erde brauchen wir tatsächlich auch. Da müssen wir von vornherein eventuell uns was überlegen, wie wir das machen. Ansonsten hoffe ich, dass wir hier hochkommen. Aber wir könnten uns ansonsten ja auch eine Rampe aufschütten. Das ist nicht so das Problem. So, also hier gibt es eine ganze Menge Sand. Das ist eine richtig gute Sache. Hier gibt es ein Grundwasservorkommen. Grundwasservorkommen sind grundsätzlich nicht unerschöpflich. Hatte ich euch gerade gezeigt. Ne? Wir haben extra die Realismus-Option 2.0 angemacht, damit wir eben unerschöpfliche Grundwasservorkommen nicht haben. So, dann sehen wir hier Eisenerz. Das ist tatsächlich doch relativ weit weg. Ja, aber es ist nicht schlimm. Hier hinten ist Kupfer, da können wir hier rumfahren. Und, ach du grüne Neune, ey. Boah, ist das geil. Boah, ist das eine geile Karte. Mega. So, wie dem auch sei, das ist, glaube ich, Kohle. Genau. Und hier ist Eisenerz. Wie kommen wir denn an die Kohle ran? Wir müssen hier rumfahren, ne? Das wird... Für die erste Eisenproduktion wird das schon spannend. Das heißt, wir sollten die ersten Eisenproduktionsstätten in diese Richtung aufbauen. Und dann tatsächlich als allererstes hier eine Schneise schlagen in diesen Eisenerzkorridor. Okay, soviel dazu. Jetzt Öl. Das ist wiederum gut. Rohöl hier unten direkt. Wunderbar. Das gefällt mir. Jetzt gucken wir nochmal weiter. Hier gibt es noch weiter Sand. Hier gibt es noch mehr Eisenerz. Was gibt es hier hinten auf den Inseln? Hier gibt es Quarz. Ja, das ist schon spannend. Wasser gibt es da noch. Da hinten gibt es noch mehr Kupfer, Eisen und Kohle. Der Startpunkt wäre aber auch nicht schlecht gewesen, ne? Gibt es wirklich alles von vornherein, aber eins gibt es nicht, Platz. Hier gibt es noch riesige, boah, das ist ja der Hammer. Das sind riesige Kohlevorkommen. Allerdings auch, ihr seht diese anderen Piekse hier, das ist Erde, auch riesige Erdvorkommen. Hier gibt es eine Goldader.
noch mehr Eisen, noch mehr Kupfer. Also, wir haben alles beisammen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay, sehr schön. Dann gucken wir uns mal die Sachen hier unten an. Das ist einmal die Metallurgie. Und damit sollten wir anfangen, dass wir als allererstes mal die Eisenplatten produzieren. Ja, dazu brauchen wir einen Hochofen. Der braucht Eisenschrott und ein bisschen Kohle. Kohle machen wir momentan noch in der Köhlerei. Da können wir hier diese Baumbestände können wir abholzen und uns dann in der Köhlerei so die erste Basis Eisenproduktion aufbauen. Die würde ich jetzt tatsächlich erstmal hier vorne hinsetzen. Das ist ein Dieselgenerator, den brauchen wir im Moment nicht. Schornstein brauchen wir gleich. Die Rinne brauchen wir auch gleich. Ein Forschungslabor ist wichtig, Unterkünfte, Lebensmittelmarkt brauchen wir glaube ich im Moment auch nicht. Verkippungsgebiet und den ganzen Kram haben wir noch nicht. Nachrichtenzentrum haben wir gesehen, Statistiken hatte ich euch auch gezeigt. Ansonsten gibt es noch die Karte. Wir können mit unserem Schiff natürlich in Zukunft hin und her fahren und das ist das Dörfchen. Jetzt gucken wir mal direkt, was die haben. Für Holz kriegen wir Steine, sehr gut. Wir können mit Kohle Diesel kaufen, mega. Und Gummi kriegen wir gegen Konstruktionsteile. Okay, alle wichtigen Sachen, die wir am Anfang schwer produzieren können, haben sie. Das ist schon mal gut. So, dann einige Sachen bauen bitte. Wichtig ist in meinen Augen am Anfang das Forschungszentrum. Tja, bauen wir das am besten hin? Wir setzen das mal hier unten hin. Das kostet 30 Teile, seht ihr da unten, 30 von 180. Und da fahren sie auch schon los und die holen jetzt die Teile und bauen das Ding einmal auf. Gut, jetzt gehen wir wieder mal kurz in die Pause und werden erstmal hier vorne einmal den Hochofen bauen. Jetzt müssen wir einmal schauen. Hier unten sind die, es gibt auch einen Planungsmodus, glaube ich. Der ist noch nicht aktiv, den müssen wir erst freischalten. Okay, gut. Also, wir bauen das dahin. Und hier oben kommt das Flüssiggut raus. Da gibt es dann die Metallgießerei. Wenn wir uns das von den Produktionszeiten angucken, sind es 20 Sekunden, dann kommt 8 raus. Der braucht 40 Sekunden 8, das heißt in 40 Sekunden produziert er 16. Wir können also zwei Metallgießereien hier versorgen. Ich hoffe, meine Rechnung war so halbwegs verständlich. Bauen wir mal direkt zwei Metallgießereien auf. Dann brauchen wir von dort aus die Förderstrecken. Da gibt es die Rinne für die Schmelze. Und einmal daran und einmal daran. Übrigens müsst ihr auch in Zukunft darauf achten, wie ihr diese Dinger baut. Denn Autos können hier in diesem Spiel nicht fliegen. Ja? Das ist auch nochmal wichtig vielleicht. So, dann gibt es hier, ihr seht einen Ausgang. Das ist ein Abgasausgang. Und da brauchen wir dann einen Schornstein dran. So. Tja. Und dann gibt es einen weiteren wichtigen Punkt. Das ist die Köhlerei. Und das Ding will ich separat stellen. Das setzen wir mal auch mit ein bisschen Abstand dahin. Und das kriegt auch noch einen Abgasausgang. So. Das hat jetzt überhaupt keinen technischen Grund, dass wir das separat setzen. Ich möchte einfach die Kohle nicht direkt im System haben. Da muss halt hier ein Auto hin und her fahren. Das erzeugt wieder Dieselverbrauch, weiß ich. Da müssen wir uns im schlimmsten Fall Diesel einkaufen. Aber wir sollten zusehen, dass wir hier die Kohle rauskriegen und wir die für andere Sachen noch nutzen können. Alles klar. So, dann haben wir hier unten unseren Holzvollernter. Dir wird bitte mal ein Auto direkt zugewiesen. Das können wir hier über dieses Plus-Symbol machen. Und ihr habt hier noch die Möglichkeit, Fahrzeugdepot auf einen spezifischen Punkt zu schicken und so weiter und so fort. Wartung sieht erstmal noch gut aus. Prioritäten könnt ihr auch vergeben. Hier, wir haben eine Navigationsanzeige. Das ist manchmal sehr praktisch, damit ihr wisst, wo die Autos langfahren können. Brauchen wir momentan alles nicht. So, der wird sein Holz ernten. Dann müssen wir hier warten auf Materialentnahme. Wir sollten erstmal die Sachen fertig bauen. Und dann werden wir über das Baumerntegebiet jetzt erstmal Baumerntegebiete definieren. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei dem Punkt. Genau. So, und dann, wenn mit den Baumerntegebieten, legt er jetzt schon los und wird die ersten Bäumchen ernten.
Und die Wiederverwertung des Gebäudes sorgt jetzt für Schrott. Wir kriegen da auch Ziegel raus. Das ist eine schöne Sache. Und ich glaube, in den vorigen Versionen war es so, dass wir... Wieso brauchen wir 40 kW? Für was? Das Forschungslabor braucht mittlerweile Energie. Das ist ja fies. Das ist echt fies. Das war tatsächlich früher nicht so. Wir können aber mal gucken, ob die Forschung trotzdem läuft und eventuell langsamer. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was es alles gibt. Hier vorne gibt es so den Standardkram, Konstruktion, Werkzeuge, einfache Destillation und so weiter. Und wenn wir weitergehen, ihr seht, wie weit das geht. Fortschrittliche Dieselherstellung, Lagerung, Schwefelverarbeitung, Betonteile, die wir bauen können. Ja, dann geht es hier weiter, weiter, weiter. Dann geht das hier so in Richtung der Salzproduktion, Wasserstoff. Produktion, Wasserstoffzellen, Obst ist hier hinten. Ja, Obst ist anscheinend nicht ganz so wichtig. Wir können Verordnung erlassen. Wir haben hier die Möglichkeit, mit Dampf irgendwann und Dampf und Kohle Energie zu produzieren. Dann gibt es hier große Brecher, große Forschungslabore, Statuen, Tankstellen. Ja, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Dann irgendwann kommen wir in die Mikrochip-Produktion. Ja, ich weiß. Und dann kommen wir in die Roboterproduktion. Und ganz zum Schluss gibt es dann einen Brutreaktor und richtig geile, dicke Kanonen für unsere Schiffe. Raketen gibt es auch, damit wir vielleicht irgendwann mal zum Mond fliegen können. Und dann ist das Spiel quasi vorbei. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich bin gespannt, aber jetzt bin ich tatsächlich aus der Forschung rausgegangen. Wir wollten ja hier vorne mal starten. Und hier sehen wir die Basiswerkzeuge kopieren, einfügen und so weiter. Das geht dann ins Captains Büro. Das finde ich aber gerade noch nicht ganz so wichtig. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir machen. Also grundsätzlich brauchen wir am Anfang definitiv drei Sachen. Fahrzeug und Bergbau, damit wir das Fahrzeugdepot bauen können, damit wir einen kleinen Bagger bauen können. Und damit wir so die Basis machen können. Das finde ich aber noch nicht ganz so wichtig. Warum? Die Wartung finde ich wichtiger. Wir spielen ja auf normaler Schwierigkeit und wir haben eingestellt, dass ohne Wartung die Fahrzeuge stehen bleiben. Das ist ganz wichtig. Deswegen müssen wir uns definitiv darauf konzentrieren, dass wir ein Wartungsdepot bauen, dass wir die Wartung bauen und dass wir in Richtung der Mechanikteile kommen und Elektronik und damit Wartung generieren, damit unsere Fahrzeuge nicht stehen bleiben. Das ist wichtig. Deswegen brauchen wir hier die entsprechende Konstruktion für Mechanikteile, also Montagebetriebe, damit wir die Konstruktionsteile bauen können, damit werden unsere Gebäude gebaut. Mechanikteile hatte ich gesagt, Eisen kriegen wir momentan aus Schrott. Das müssen wir auch zeitnah ändern, obwohl Eisen und Kohle sehr weit weg ist. Das wird uns auch ein bisschen beschäftigen in diesem Let's Play. Und dann sollten wir erst, wenn wir damit fertig sind, auf Nahrung gehen, in der Hoffnung, dass das ausreicht. Und dann müssen wir auch schon über das Handelsdock zeitnah in Richtung der Dieselherstellung gehen, denn ansonsten kriegen wir da wiederum ein Problem. Und wir sollten das Handelsdock auch nicht zu lange hinauszögern. Wir gehen mal auf die Karte, denn wir können auch mit Kohle Diesel bekommen. Deswegen habe ich die Kohle extra gebaut, damit wir sie eventuell, wenn wir das hinkriegen, mal ein bisschen ins Lager legen. So, jetzt schauen wir mal, ob die Forschung auch so funktioniert. Und ich möchte tatsächlich gerne mit den Konstruktionsteilen anfangen. So. Jetzt bin ich gespannt, ob die Forschung tatsächlich auch so funktioniert. Wir werden es sehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass hier was läuft. Da müssen wir... das ist echt fies am Anfang, ey. Das ist übrigens das, was ich sagte, warum ich nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele. Jetzt müssen wir echt einen Generator bauen für das Ding. Ich fasse es nicht. 250 Elektronik haben wir und 20 kostet das. Boah. Wir müssen auch die Mechanikteile, die Konstruktionsteile, wo bauen wir den am besten hin? Hier unten zum Öl. Wo war das Öl? Da hinten. Dann bauen wir den hier in die Ecke erstmal. Dann müssen wir da im schlimmsten Fall erstmal jemanden hinschicken. So, da kommt der Diesel rein. Abgase. Schiebt er die Abgase einfach so raus? Ich glaube ja, ne? Der braucht übrigens auch Wartung. Ja, krass. Okay, dann
Baut mal, was ihr bauen könnt. Hier vorne, was machen die? Die holen schon Eisenschrott. Es ist schon soweit. Oh, Leute, das läuft schon. Mega. Hier wird jetzt Eisenschrott angeliefert. Wir können übrigens auch sagen, Autos an, aus, Lastwagen an, aus, Abtransport. Hier gibt es dann verschiedene Sachen. Und wir können Leistungssteigerung machen und sagen, hey, ihr seid so gut. Macht doch mal hier ein bisschen mehr Eisen. Ja. So, haben wir denn schon Kohle? Ja. Er hier ist schon kräftig am Abholzen. Das ist gut. 92% Diesel, da müssen wir uns echt drum kümmern. Und hier seht ihr jetzt, die Köhlerei läuft. Da wird Kohle produziert. Er macht in 40 Sekunden 5. Was braucht er in 20 Sekunden 3? Das könnte ein Problem werden. Aber okay. Und hier seht ihr... Ah, ich liebe diese Animation. Seht ihr das? Das Roheisen hier reingekommen ist. Und jetzt gleich hoffentlich... hier die Eisenplatten rauskommen. Seht ihr das Roheisen? Herrlich. Na? Ja, jetzt kommt es da. Jetzt kommt der Trichter, dieses Ding. Es wird jetzt da raufgeschüttet. Jetzt ergießt sich das heiße Roheisen hier vorne rein. Und dann kühlen die Eisenplatten ab. Und das können wir auch durchaus schneller machen. Und dann sind sie fertig. Mega. Und dann haben wir die ersten 16 Eisenplatten. Finde ich sowas von irre. So, er ist da fertig. Sehr gut. Das hat er schon automatisch dann weggenommen. Wunderbar. So, haben wir den Dieselgenerator. Haben wir. Läuft. Forschung wird erforscht. Und dann sind wir mit der Konstruktion bald soweit. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir das mal einreihen. Wenn ich mich richtig erinnere, geht das mit Shift. Das heißt, wir machen erstmal die Konstruktion, dass wir anfangen können, Konstruktionsteile für uns zu bauen. Eisen, Holz, Ziegel haben wir momentan. 600 Ziegel, wichtige Sache. Das darf uns nicht ausgehen. Haben wir. Danach gehen wir in Richtung der Landwirtschaft. So, und jetzt müssen wir schon überlegen, was wir machen. Machen wir danach das Handelsdock? Ja, machen wir. Und dann gehen wir in Richtung der Wartung. Und zum Schluss holen wir uns den Bergbau. Jetzt lasst uns überlegen, ob das passt. Konstruktionsteile, damit wir weiter ein Gebäude bauen können. Check. Kartoffeln, damit unsere Leute nicht verhungern. Handelsstock, damit wir handeln können. Damit wir die Sachen, die wir hier brauchen, ausgleichen können. Dann Wartung, damit unsere Autos nicht kaputt gehen. Diesel können wir uns kaufen. Wartung können wir uns nicht kaufen. Und dann holen wir uns die Fahrzeuge, um Bergbau zu betreiben, um hoffentlich das Eisen auszugleichen. Jetzt nochmal ein Sicherheitsblick in die Karte, ob wir... Ja, wir können Holz gegen Schrott tauschen. Top. Sehr gut. Also, das funktioniert auch. Wir können also auch Holz auf Lager legen. Das funktioniert also. So, wir kriegen also alles von unserem Handelspartner, was wir am Anfang brauchen. Ziegel... kriegen wir von ihm hier. Ihr seht, da sind noch 600 drin. Und damit können wir dann die ersten einfachen Konstruktionsteile bauen. Top. Okay. Dann können wir ein bisschen schneller machen und hoffen mal, dass er hier bald mit der Konstruktion fertig ist. Und in der Zeit gucken wir uns mal diese wunderschöne Blumenwiese an. Da kommt irgendwann Kartoffelfeld drauf. So, das sind übrigens die Anfangshäuser. Das sind so ganz einfache Container. Die haben wir von hier mitgenommen und abgeladen und wir wohnen jetzt hier in so einer kleinen niedlichen Containersiedlung. Ihr seht, die haben jetzt ein bisschen Abfall, die haben noch nicht allzu viel Lebensmittel, die hätten gerne ein bisschen Proteine, Süßigkeiten, Vitamine und sowas, aber das kommt irgendwann in Zukunft. Momentan gibt es nur Kartoffeln noch 44 Monate lang. Dann haben wir die Siedlung hier und wir könnten mal überlegen... Das ist ein Lebensmittelmarkt, ob wir eventuell einen Abfallsammler bauen. Das müssen wir halt verkippen, das Zeug, ne? Wir könnten eine Abfallhalde bauen. 25 kostet das. Nee, wir warten nochmal. Nee, wir machen es noch nicht. Wir warten mal, bis das vollgelaufen ist. Und jawohl, wir haben die Konstruktion fertig. Sehr schön. Das ermöglicht uns jetzt ein paar neue Sachen zu machen. Allgemeine Maschinen, Montagefabrik und
Ihr seht, er braucht 45. Also, ich gucke gerade hier drauf. 5 Eisen in 40. Nein, Quatsch. Ich war im Falschen. 3 Eisen, Holz, Ziegel in 40, um 4 Konstruktionsteile zu bauen. Jetzt gucken wir nochmal hier. Der erzeugt 8 in 40 Sekunden. Das heißt, wir können hier locker 2 Montagemaschinen mit versorgen. Machen wir aber momentan noch nicht, weil wir einfach keine, wir haben keine Conveyor Belts, also wie heißen die? Diese Fließbänder, genau. Ich zeige es euch mal in der Forschung. Die kommen erst relativ spät in der Forschung. Das war der falsche, da. Wir brauchen nämlich erst die Ziegelproduktion, Diesel, dann brauchen wir Gummi, dann brauchen wir Kupfer, dann brauchen wir die Konstruktionsteile 2. Und wenn wir das haben mit den Konstruktionsteilen 2, dann können wir die Förderbänder bauen, die flachen Förderbänder. Die brauchen nämlich Gummi und die Hightech-Konstruktionsteile. Und so lange brauchen wir noch unsere Fahrzeuge. Deswegen habe ich gesagt, Wartung und Diesel ist am Anfang das Wichtigste, damit wir hier nicht untergehen. Ja. So, allgemeine Maschinenmontage. Wir bauen die nochmal ein Stückchen weg. Das ist so die Anfangskonstruktion. Das wird so und so alles irgendwann umgebaut, wenn wir hier hinten in große Bereiche gehen. Tja, ich würde mal sagen, wir gehen mal in den Abstand. Einmal dahin. Und du baust bitte Konstruktionsteile. Sehr schön. Dann haben wir die Basiskonstruktion fertig. Dann könnten wir sogar Mechanikteile bauen und Elektronik mit Kupfer und Gummi. Und daraus können wir dann die, jetzt gehen wir mal wieder zurück, können wir dann die Wartung machen, denn im Wartungsdepot brauchen wir Mechanik und Elektronik und erzeugen Wartung. Und diese Wartung, ja, die wartet dann die Fahrzeuge. Ne, die fahren dahin, werden gewartet, fahren weiter. Haben extra in der Realismus die schnelle Wartung deaktiviert. Aber das ist auch kein Problem. So, ich hoffe, bis dahin halten die durch. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen in den nächsten Folgen mal gucken, dass wir das hinkriegen. Wunderbar. So, Landwirtschaft wird gebaut. Hier vorne sind wir jetzt auch schon fertig. Mega. Guckt euch das mal an. Ist das cool? Man sieht richtig, wie die arbeiten, wo auch immer die ihre Energie herkriegen. Da drehen anscheinend 4 Leute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Rad und erzeugen hier Konstruktionsteile. Sehr schön. Also Konstruktionsteileproduktion läuft. Jetzt werden wir eine weitere Montagefabrik direkt daneben setzen. Ja, ich kann es euch ja mal zeigen. Hier vorne haben wir jetzt nicht allzu viel Neues. Wir haben bei den Förderstrecken noch die Rohrleitung, die haben wir gesehen. Abfallsammlung haben wir gesehen. Und im Nachrichtenzentrum gibt es jetzt das Schmelzen von Eisenschrott. Das hatte ich euch alles gezeigt. Lastwagen hatte ich euch auch gezeigt. Wir können halt auch die Importprioritäten hier vergeben und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die hatte ich euch gezeigt. Und ich bin am Überlegen, ob wir eine weitere Montagemaschine bauen, damit wir in Zukunft, also damit wir eventuell anfangen, die Konstruktion zu erhöhen und dann eventuell in Zukunft auf Mechanik und Elektronik umschwenken können. Mit 2 Maschinen. Allerdings kostet eine zweite Maschine auch Diesel. Und Diesel haben wir im Moment nicht. Das müssen wir aber auch schleunigst erforschen. Schwierig. Ich denke, wir machen das. Lassen mal 2 frei und bauen dort eine zweite Maschine direkt daneben. Und dann könnten wir... Elektronik haben wir noch. Ah, das sollte noch ausreichen. Wie viel Mechanik braucht denn am Anfang? Jetzt müssen wir einmal checken, wie viel Mechanik braucht denn am Anfang die Wartung? Doppelt so viel wie Elektronik. Okay. Dann werden wir jetzt erstmal anfangen und Konstruktionsteile bauen. Denn mit den Konstruktionsteilen konnten wir uns hier im schlimmsten Fall Kartoffeln und Kupfer holen und Gummi. Das ist gut. Gummi ist wichtig. Holz haben wir nicht auf Lager. Mit Holz können wir Beton bauen. Ist momentan unwichtig. Holz kriegen wir auch immer. Können wir Ziegel holen und Eisenschrott. Alles klar. Jetzt müssen wir mal checken, wo haben wir denn noch überall Holz? Ja, also wir haben genug Holz.
definitiv. Aber da müssen wir dann weiter wegfahren. Und für Holz gibt es übrigens in Zukunft auch die Möglichkeit eines Försters, glaube ich, heißt der. Also der Namen sind in dem Fall Schall und Rauch. Auf jeden Fall können wir Bäume irgendwann auch pflanzen. Nicht nur abholzen, das geht. Und dann können wir eigene Wälder bauen. Und naja, ihr wisst, wie das funktioniert. So, du hast kein Rezept. Ja, es ist die Frage, was wir vorproduzieren. In Anbetracht der Tatsache, dass wir doppelt so viel Mechanik wie Elektronikbauer bauen und brauchen, würde ich sagen, und wir haben 100 Eisen auf Lager, wir produzieren schon mal ein paar Mechanikteile vor. Mit höherer Priorität. Können wir das Ding ausmachen? Ja. Ja, so machen wir das. Wir produzieren schon mal ein paar Mechanikteile vor. Im Moment haben wir noch genug einfache Konstruktionsteile. So, sehr schön. Wunderbar. Grundlegende Landwirtschaft ist fertig. Das ist super. Die würde ich hier vorne gerne platzieren. Dazu brauchen wir einmal den Punkt. Abfallsammlung. Kurzer Check-up. Müssen wir uns auch bald drum kümmern. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim Lebensmittel mal. Lebensmittel. Einmal drehen bitte. Können wir das hier unten? Ne, das passt nicht, ne? Hier oben passt das hin. Brauchen wir 30 Konstruktionsteile ganz nach links, soweit wie es geht. Ja. Einmal dahin. Hier unten kommen die Autos lang. Und die Siedlung wird dann irgendwann in die Richtung hier. Puh, das wird aber auch ganz schön eng hier. Unterkünfte können wir da noch hinsetzen. Da nicht. Da auch nicht. Da können wir sie hinsetzen und dann müssen wir hier tatsächlich schon in die Richtung weiterbauen. Das müssen wir hier oben freilassen. Nun denn, so tun wir. Und dann werden wir jetzt erstmal die Kartoffeln produzieren. Auch hier gibt es eine ganze Menge zu beachten. Das erkläre ich euch gleich nochmal. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt die Kartoffelproduktion starten. Hier vorne werden die Mechanikteile gebaut. Dann gibt es gleich das Handelsdock. Was brauchen wir fürs Handelsdock? Können wir schon mal gucken. Ach, 100 Holz. Ja, okay, easy. Das kriegen wir hin. Danach kümmern wir uns um die Wartung, um die Fahrzeuge. Und jetzt machen wir aber noch einmal die Kartoffelproduktion. Jetzt gehen wir mal auf Pause. Und bei der Kartoffelproduktion, es gibt eine ganze Menge, die wir beachten, Sachen, die wir beachten müssen. Es gibt die Bodenfruchtbarkeit. Die können wir, ja, die können wir durch die Produktion, können wir das ändern. Momentan nicht, weil wir nur eine Kultur haben. Ihr seht, das braucht Wasser und Fruchtbarkeit und dann kommen Kartoffeln raus. Wir können in Zukunft, wenn wir mit der Landwirtschaft weiter forschen, ich glaube, das ist irgendwie Landwirtschaft 2 oder sowas. Hier oben, da seht, also da unten seht ihr es, Fruchtfolge. Da erforschen wir die Fruchtfolge und dann können wir sagen, hey, ich mache einmal Kartoffeln, ich mache einmal Pause, ich mache einmal Kartoffeln, ich mache einmal Pause. Und dann bauen wir ein zweites Feld, das wir genau gegengesetzt arbeiten lassen. Der macht dann Pause und Kartoffeln und er macht hier Kartoffeln und Pause. Und dann haben wir eine konstante Kartoffelproduktion. Allerdings brauchen wir auch regelmäßig Regen. Das ist der Game Seed, den wir am Anfang gesehen haben. Der ist unter anderem dafür verantwortlich, wann wie das Wetter kommt. Und das Regenwasser müssen wir in Zukunft auffangen. Dann können wir bewässerte Sachen machen. Aber im Moment ist das Teil hier zu 100% von Regen abhängig. Wir können in Zukunft auch, wie gesagt, das Wasser auffangen. Das sehen wir hier. Da gibt es so einen Regenwassersammler. Und dann, aber das ist wirklich in ganz weiter Zukunft. Wir sehen ja auch Gemüseanbau und Baumpflanzungen. Dann können wir irgendwann, also müssen wir mal gucken, wo das ist, ist auch egal, da ist es, eine bewässerte Farm bauen. Aber ihr seht, das kommt erst nach Konstruktionsteile 2. Solange müssen wir uns mit den Kartoffeln, die wir hier produzieren, zufrieden geben. Ja, durchschnittliche Produktion 9,6. Ja, momentan Verbrauch von 4. Wenn das hier produziert wird, produzieren wir doppelt so viel, wie verbraucht wird. Ist also momentan noch gut. Wir können also locker bis 180 gehen, wenn die Farm bei der Produktion von 9 bleibt. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil wir die Fruchtbarkeit nicht konstant haben. Naja, schauen wir mal, wie das aussieht. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, die erste Basis ist geschafft. Wir haben die Forschung, wir sind gleich beim Handelsdock. Wir haben die erste Kartoffelfarm gebaut, da werden die Kartoffeln produziert. Grundlegende Landwirtschaft,
Wir haben die erste günstige Eisenproduktion, die Köhlerei gebaut, die läuft. Wir bauen unseren Schrott ab und hoffen mal, dass wir damit genug Eisen produzieren. Und dann bin ich gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Liken und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr Captain of Industries genauso gern mögt wie ich. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.